Ja, guten Abend alle zusammen. Heute ist Sonntag, der 9.9.2018. Das politische Ereignis, auf das wahrscheinlich viele gebannt schauen und die, die davon nichts wissen, nun hernach gebannt schauen werden, ist die große Wahl in Schweden. Ich sage groß, denn die Not ist groß und entsprechend groß sind natürlich die Erwartungen, die Hoffnungen und Befürchtungen, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Mögen nun Rechte in starker Weise in Schweden das Sagen haben. Ich muss gestehen, dass ich über schwedische Politik nicht genug weiß, um zu beurteilen, was für Parteien dort rechts sind, was dort als rechts gilt und dergleichen. Ich möchte aber heute zumindest, jetzt über Schweden mache ich nochmal ein Video, wenn die Wahl vorbei ist, über etwas ganz anderes tun. Und zwar im Geiste des Mannes, ein wenig zumindest, den ich so sehr verehre, des großen Cicero, der in den Zeiten, da die Politik sehr schlecht stand und er nichts zu tun hatte in der Politik, weil die Not ihm so groß schien, nämlich in der Regentschaft des Cäsar, so zog er sich zurück und schrieb Bücher über Philosophie. Also philosophierte über das Wesen der Welt und der Realität. Das möchte ich heute tun, demnach auch der Titel Ist die Realität eine Simulation? Etwas, das uns einfach mal für einen Abend fortführen soll von den üblichen Bitternissen und Verwirrungen, die uns ja früh genug wieder einholen werden. Ich verweise hier zunächst auf Cicero, denn Cicero hat in seiner Zeit quasi im politischen Exil, Exil, in seinem politischen Exil drei Bücher über das Wesen der Realität, wenn man so will, geschrieben, die theologischer Natur sind. Vom Wesen der Götter heißt das erste Buch, von der Weissagung das zweite und vom Schicksal das dritte, die leider nur fragmentarisch auf uns gekommen sind durch die Zerstörung der nachfolgenden Jahrhunderte, die solche Schriften nicht zu schätzen wussten und die da, wo sie erhalten sind, uns zeigen, dass die Debatten über die Realität, ob man nun sie materiell sieht, religiös sieht oder atheistisch sieht, dass die Debatten auf dem gleichen Argumentsniveau eigentlich schon damals gewesen sind, wie wir sie heute auch haben. Das ist das Interessante. Und ich möchte es dabei aber erst einmal beim Römischen belassen und mich heute einem ganz anderen, einer anderen Perspektive zuwenden, sondern einer ganz aktuellen. Ich beziehe mich hier auf ein Video, das gestern, glaube ich, Tim Pool gemacht hat und bringe einiges, was er gesagt hat, auch wieder, werde es aber versuchen, mit eigenem zu kommentieren und eigenes hinzuzufügen. Was mir so interessant schien, da es eine Art Nebenbeschäftigung ist. Ich beschäftige mich neben der Politik ja mit allerlei Dingen, teils der Ablenkung wegen, teils um den Geist angeregt zu halten, so wie man ein Schachspiel betreibt, um selbst wenn es an sich keinen Nutzen hat, doch den Geist durch das Schachspiel wach hält, sich sozusagen im Geiste trainiert. Andererseits aber auch es Unterhaltungswert besitzt, so konsumiere ich immer wieder Videos und Kanäle, meistens wenn ich male im Hintergrund, die über teilweise ganz absurde Theorien referieren. Ein Thema, das ich immer besonders amüsant finde, ist zum Beispiel die hohle Erde, über die es ja seit langem immer wieder Theorien gibt. Und anderes mehr. Oder UFO-Beobachtungen, auch wenn ich dergleichen mit Skepsis und vornehmlich Unglauben verfolge, finde ich es doch interessant, wenn Leute darüber berichten und sich darüber Theorien zerbrechen, also Theoriengebäude aufbauen, auch wenn ich sie so nicht teile oder eigentlich im Wesentlichen nicht teile. Nur finde ich es doch interessant, reizvoll und unterhaltsam und es schärft den Geist, auch etwas zu widerlegen zu müssen. Gleichsam wie die Gespräche Ciceros über das Wesen der Götter drei auftauchen, die ganz unterschiedlicher Meinung sind und auch die atheistische Position ganz scharf zu Wort kommt in Ciceros Schrift, also man hier nicht das Unausgewogene sich wähnt, nur weil es in einer alten Zeit gewesen ist. Jedenfalls ist dieses die Welt als Simulation eine relativ neue Vorstellung, in Anführungsstrichen. In gewisser Weise ist es auch eine sehr alte Vorstellung, wenn man Platons Höhlengleichnis denn als Simulations, Gleichnis verstehen will, was man durchaus kann, auch wenn ich persönlich das platonische Höhlengleichnis aus Gründen, die zu weit führen würden, nicht so hoch ansehe, wie es in der Philosophiegeschichte und bei vielen hat.
Aber das wäre, wie gesagt, noch mein anderes Thema. Was ich im Besonderen sehe, ist, dass die Zeiten auch immer wieder die Tendenz haben, das, was die eigene Zeit ausmacht, zum Interpretationsmaßstab der Realität zu nehmen. Also als zum Beispiel das Maschinenzeitalter begann und die ersten dampfbetriebenen Maschinen und die ersten zahnradbetriebenen Maschinen aufkamen, so wurde es allgemein Mode, sich das Universum als einen gleichsam mechanischen Apparat vorzustellen. Und so ist es natürlich auch kein Zufall, dass wir heute, wo wir von Computern und Software umgeben sind, die Idee aufkommt, die Realität sei eine Software. Also man darf nie unterschätzen, dass die Realität, von der wir umgeben sind, sei sie kulturell oder sei sie naturbedingt, natürlich in gewissem Maße das prägt, was unsere Realitätswahrnehmung oder Erklärung ausmacht. Eine besonders interessante und reizvolle Theorie, in der die Computerwissenschaft auf den Menschen übertragen wurde, war von Robert Anton Wilson und Timothy Leary, ich weiß nicht, wer da zuerst dran war, die sogenannte Schaltkreispsychologie. Das heißt, eine Psychologie, welche die Psyche des Menschen anhand von Schaltkreisen, also wie Schaltkreise, erklärte. Es gäbe also Schaltkreise, die sozusagen an Wichtigkeit die anderen überträfen. Der grundlegendste sei natürlich der Selbsterhaltungsschaltkreis. Dann kommen also andere, ich habe die leider nicht mehr im Kopf, das ist viele Jahre her, seit ich das gelesen habe. Und dann gibt es also sozusagen vier Basisschaltkreise, in denen der Mensch seine Grundfunktionen erfüllt. Und dann gibt es drei oder vier höhere Schaltkreise, die sozusagen der geistigen Erweiterung dienen. Und der jeweils nächsthöhere könne also nur dann erreicht werden, wenn der untere zufrieden ist. Das heißt, einfach gesprochen, wenn zum Beispiel der unterste Schaltkreis ist der der Selbsterhaltung. Wenn die Selbsterhaltung bedroht ist, indem man vom Tode bedroht ist durch eine gefährliche Krankheit oder durch Hunger, dann hat man natürlich keine Ressourcen, sich um andere Dinge zu kümmern. Der jeweils untere schaltet also den oberen aus, wenn dort eine Notwendigkeit des Handelns. Es gibt zum Beispiel einen Territorialschaltkreis, wenn also das Territorium bedroht ist, und so weiter. Und man kann sich sozusagen erst höher entwickeln, wenn es ein Wohlleben, das gesichert ist, in den unteren Bereichen. Das hat sich also als ein Modell nicht durchgesetzt, ist aber nach wie vor, wie ich finde, eine der Betrachtung durchaus reizvolle Sicht, auch wenn man sich der Sicht nicht unbedingt anschließen muss. Das ist ja das Wesen von Philosophie und von Denken, wie ich glaube, dass es eben dadurch geschärft wird, dass man sich auch Dingen, Theorien auseinandersetzt, die man so eigentlich nicht akzeptiert. Weil man, wie man im Gespräch mit dem anderen ja feststellt, man durch das Gespräch mitunter auch der Grenzen seiner eigenen Vorstellungen gegenwärtig wird, was man, wenn man nur Selbstgespräche führen würde, einem mitunter gar nicht auffallen würde. Oder wenn man nur von Leuten umgeben ist, die ohnehin die eigene Meinung teilen. Das macht ja die Demokratie als politisches System und die Philosophie im Sinne von eines antiken Gesprächs anstatt eines Monologs so eine wertvolle Sache für die Erkenntnis. Eine Sicht, die dann immer in letzter Zeit aufgekommen ist, oder was heißt in letzter Zeit, eigentlich schon einige Zeit, ist das sogenannte holographische Universum. Also die Vorstellung, die in zwei verschiedenen Varianten existiert, die ich mir auch nur so erklären lassen musste, da ich kein Physiker bin und das letztlich nicht sagen kann, wie sich dem verhält, ist, dass das Universum ein Hologramm ist. Das kann man nun auf zwei verschiedene Varianten ausführen. Die eine ist mir das erste Mal von, ach, ich glaube, Ken Wilber in seinem Buch, wie es heißt, weiß ich nicht mehr, begegnet und begann, glaube ich, in den 1970ern und 80ern sehr Mode zu werden, also zumindest in bestimmten Kreisen. Und ein Hologramm, so heißt es dort, also so ein holographisches Bild hat die Eigenschaft, wenn man es zerbräche, ich kann das nicht nachvollziehen, da ich nie eins gekauft und zerbrochen habe, ich muss es also erstmal so glauben, wenn man es zerbräche, würde jedes einzelne Splitter wieder das gesamte Bild abbilden, in Miniatur. Also wenn man ein holographisches Bild hat, sagen wir mal, das einen, weiß ich nicht, BMW darstellt, ein Auto. Und das holographische Bild wird zerbrochen.
dann bilde angeblich jedes einzelne Bild wieder den kompletten BMW ab. Wie gesagt, ob sich dem so verhält, habe ich nie nachgeprüft. Aber als Gedankenmodell ist es so oder so eine interessante Vorstellung. Und sie sagen, das sei sozusagen die Holographie des Kosmos, bestehe darin, dass jedes Element die Informationen aller Dinge enthalte. Das hat etwas seltsam Platonisches. Also auch in der antiken Weltsicht ist es ja so, dass wir, das geht aus von Plato und ist eine in der Antike eigentlich weithin akzeptierte Sicht geblieben, dass der Mensch nur das erkennen kann, wofür er im Inneren auch eine Anlage hat. Also etwas völlig Neues, ihm völlig Fremdes, könne der Mensch eigentlich gar nicht erkennen. Also das ist die, in der Antike gibt es diesen Satz, ex nihilo nihil fit, wenn ich es richtig noch weiß. Also aus nichts wird nichts. Das heißt, die Welt muss ewig bestanden haben, sie kann nie nichts gewesen sein, aus nichts wird nichts. Und es ist eigentlich nur die Wiederkehr des Immergleichen in anderen Formen in der Realität. Weil so ist die antike Theorie und so ist auch diese erste Holographie-Theorie. Alles, was wir über den Kosmos erkennen, ist irgendwo schon in uns angelegt, dass wir es erkennen können. Also als platonische Urbilder sind wir uns quasi selig dessen gewärtig. Und wenn es in uns kein Bild gäbe, dann gäbe es auch gar keine Möglichkeit, etwas zu erkennen im Außen. Und das deckt sich mit dieser Vorstellung des holographischen Universums, in dem es heißt, in uns ist eigentlich alles angelegt, was wir erkennen. Die andere Holographie-Theorie ist etwas modernerer Art. Ausformuliert habe ich sie bisher noch nicht gelesen, aber sie sagt im Prinzip, und sie führt nun über in die Gesamttheorie, die ich heute besprechen wollte, nämlich, dass das Universum eine Simulation ist. In diesem Fall eine holographische Simulation vom Rand des Universums, also vom Rand der materiellen Existenz aus hineinprojiziert in uns, also in die Mitte projiziert. Und hier gibt es etwas, wo ich bei Tim Pool einhake, wo er also gebracht hat und was ich also wiedergebe und nochmal etwas neu eigen bearbeite. Es gab ein Gespräch, das Elon Musk mit, ich glaube, Joe Rogan geführt hat. Jedenfalls, wer das nicht weiß, Elon Musk ist ein Multimillionär, vielleicht sogar Milliardär, ich weiß es nicht, jedenfalls ein ausgesprochen reicher Mann. Er ist der Gründer von SpaceX, also einer privaten Weltraumorganisation. Und Elon Musk ist sozusagen, man kann es sagen, ein bisschen ein technischer, wissenschaftlicher Visionär. Wobei es mir als technischem Laien nicht wirklich möglich ist zu beurteilen, ob er eher ein Visionär oder ein Spinner ist. Man hört so Stimmen nach dem einen wie nach dem anderen. Wobei ich auch Spinnereien durchaus einen Wert einräume. Also wenn man sich über die Zukunft der Weltraumfahrt zum Beispiel Gedanken macht, so wird man nicht vermeiden können, dass dabei in den Vorstellungen einige spinnerte Ideen einem aufkommen. Aber die kann man eigentlich gar nicht vermeiden, wenn man so ein neues Terrain wie Weltraumfahrt sich vorstellt. Ich finde das, wie gesagt, grundsätzlich wichtig und richtig, ungeachtet der sonstigen Meinungen Elon Musks, die mir nicht vertraut sind, tritt er ja immer wieder auf, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz hat er sich geäußert, verschiedentlich. Und das sind ja Themen, die für uns in der Zukunft durchaus eine Rolle wahrscheinlich spielen werden, die künstlichen Intelligenzen ebenso wie die Ausdehnung der Raumfahrt. Und sich darüber den Kopf zu zerbrechen, ist darum eine wertvolle und wichtige Sache. Elon Musk hat also nun in einem Gespräch mit Joe Rogan, das ist ein, wie soll man sagen, ein Interviewer, einer, der auf YouTube Leute interviewt, also zu ihrem Leben und ihren Vorstellungen, hat Elon Musk gesagt, man könne annehmen, die Realität sei eine Simulation. Das ist eine Sache, die Elon Musk nicht als erster gesagt hat, auch andere, auch Physiker, Wissenschaftler haben das immer wieder von sich gegeben als Theorie. Und das ist natürlich auf den ersten Blick schwer zu beweisen oder auch zu widerlegen. Also es ist ein bisschen etwas, es gerät natürlich in den Bereich des Glaubens hinein, wo man zwar Ansätze finden kann, so wie zum Beispiel schon die in den ciceronischen Schriften, die Stoiker, wie natürlich auch später die Christen, zum Beispiel die Komplexität und Schönheit und Anmut der Welt und des gemachten Kosmos,
als Beweis angeführt wurde für die Existenz des Göttlichen. Das ist natürlich eine Ableitung, die man persönlich plausibel finden kann oder nicht. Und ebenso ist es mit der Erklärung der Simulationswelt. Also es gibt Dinge, woraus man das annehmen kann, aber es ist beweisbar, es ist ebenso wenig widerlegbar. Also es berührt eigentlich eher. Glauben ist ein bisschen etwas, ein nicht ganz sinnreicher Begriff in diesem Fall. Man muss es eigentlich eher ein für wahr halten oder dafür halten nennen. Denn Glauben würde etwas ganz Blindes, für das man überhaupt keinen Anlass hat. Es ist also, man interpretiert sozusagen mit unvollständiger Datenmenge. So muss man es eigentlich sagen. Denn es gibt ja durchaus Ansätze für die Simulation der Welt, dafür, dass die Welt eine Matrix ist. Das Interessantere ist aber hier nicht der eigentliche Punkt, den Elon Musk brachte, sondern etwas, das Tim Pool aus anderen Artikeln zitierte, nämlich die Welt ist möglicherweise nicht eine Simulation, sondern ein MMORPG. Nun werden natürlich manche von euch nicht wissen, was ein MMORPG ist. Ein MMORPG ist ein Videospiel, das online gespielt wird von mehreren Teilnehmern. Also ich nehme an, den allermeisten meiner Zuhörer ist zumindest in der Grundidee das Spiel World of Warcraft etwas, das sie kennen. Es ist natürlich nun sehr schwer, Leute, die noch nie Computerspiele gespielt haben und noch nie welche gesehen haben, die wirklich gar keine Vorstellung von Computerspielen haben, das zu erklären. Also da kann ich nun auch nicht von Adam und Eva anfangen, aber man kann natürlich als erstes sagen, das ist eine Theorie, die in der Philosophiegeschichte auch schon vor dem Computerzeitalter immer wieder aufgekommen ist. Nämlich die erste Theorie, die Welt ist eine Simulation und nur ich bin real. Also wie in einem Singleplayer-Spiel, nehmen wir mal Skyrim, was eines der bekanntesten Spiele der letzten Jahre war, oder weiß ich nicht, Super Mario auf der Konsolenplattform. Wenn einer Super Mario spielt oder wenn einer den Helden in Skyrim spielt oder was von einem Computerspiel auch immer, Zelda, wenn er Link aus Zelda spielt, dann ist nur eine Figur real, nämlich die, die man selbst steuert. Also nur ich, der Steuerer in diesem Spiel, bin real. Alle anderen Figuren, die auftreten in einem Singleplayer-Spiel, sind nicht real, sind sogenannte NPCs. Das ist eine englische Abkürzung von Non-Player-Character, Nichtspielercharaktere. Das heißt, wenn ich dort der Prinzessin begegne oder einem Markthändler oder irgendeiner Figur, egal welcher, ob es Monster sind, die mich angreifen oder Figuren, die mit mir reden, alle diese Figuren sind nicht Figuren, also sind nicht reale Personen, sondern sind nur Programme. Und ich bin die einzig reale Person. Das ist sozusagen die erste Theorie, die, wie gesagt, auch schon existiert, als Theorie in philosophischen Theorien, auch schon vor dem Computerzeitalter, dass es immer wieder Philosophen gab, die annahmen, eigentlich könne man nur annehmen, dass man selbst real sei. Und es gibt zum Beispiel in der telemitischen Philosophie eine Variante von Leuten, die sagten, nur ich bin real und alle anderen sind nicht irreal, sondern sind quasi nur Extensionen meines eigenen Selbst. Also sozusagen, wie wenn ich eine Sockenpuppe über meine rechte Hand streife oder über meine linke, ist egal, und mich mit dieser Sockenpuppe unterhalte, so ist diese Sockenpuppe nicht wirklich eine unabhängige Person. Und so ähnlich gibt es einige aus dem telemitischen, aber auch schon in früheren spirituellen und philosophischen Richtungen, die sagen, eigentlich bin nur ich real und alle um mich herum sind sozusagen nur Projektionen meines Innenlebens, das sich sozusagen um mich herum als eine Art Spiel ereignet. Das halte ich persönlich nicht für so plausibel, wenn man sich denn schon in solche, sagen wir mal, fantastischen Perspektiven begeben mag. Und ebenso wie Tim Pool halte ich auch die mittlere Theorie für die plausibelste. Nun gibt es natürlich, um das andere Extrem zu nennen, in dieser Spielvorstellung ein Online-Spiel, wie gesagt, World of Warcraft. Und die Theorie, die Gegentheorie wäre dann, alle sind Spieler, alle sind real. Also es ist ein bisschen dann wie die Matrix, wer die Matrix-Filme kennt. Dort sind die Leute ja alle in einer virtuellen Realität. Die Realität, in der sie sich befinden, ist nicht real. Aber alle Figuren, die sind Spieler. Also es gibt keine NPCs, also keine Nichtspielercharaktere. Auch das ist dann zunächst mal nur, wo man sagt, naja gut, was ist das nicht, das ist nicht so spannend. Spannend wird es, wie ich meine, aber bei der mittleren Theorie.
Das ist die, wenn man sich denn überhaupt auf solche fantastischen Realitätswahrnehmungen einlassen möchte, zumindest experimentell, meines Erachtens die plausibelste, wie es auch Tim Pool in seinem Video für die plausibelste hält, nämlich, dass es Spieler- und Nicht-Spieler-Charaktere gibt. Und dazu gibt es eine höchst faszinierende Studie, etwas, das ich so unglaublich fand. Die Studie ist schon von 2011 im psychologischen Journal erschienen, Psychology Today. Ich werde die Artikel natürlich alle unten verlinken. Von einem, ich glaube, Professor, also jedenfalls Wissenschaftler, PhD, Russell T. Hurlburt. Und das ist wirklich interessant. Der hat Untersuchungen dazu geführt, unter anderem der sogenannten inneren Stimme oder dem inneren Dialog. Und das Erstaunliche ist, ich habe immer geglaubt, alle Menschen haben einen permanenten inneren Dialog, weil ich permanent einen inneren Dialog habe. Also in mir rede ich ständig mit mir, also auch wenn ich schweige, also immer. Und das Interessante ist, dieser Professor will festgestellt haben, dass dem nicht so ist. Es gibt Menschen, die haben den nicht. Also die haben keine innere Stimme oder behaupten keine innere Stimme. Das muss man natürlich als Skeptiker immer hinzufügen. Denn messbar ist das ja nicht. Man hat also Leute untersucht und befragt. Ich kann den Artikel verlinken. Also wie gesagt, dann könnt ihr es selber nachlesen. Es gibt neben der inneren Stimme, dem inneren Dialog, dann noch innere Bilder und innere Emotionen. Man kann vermutlich auch sagen, innere Gerüche und Geschmäcke. Aber das ist jetzt das Seltenere oder das, was uns nicht so sehr beschäftigen soll. Innere Bilder spielen vielleicht auch noch eine gewisse Rolle, aber das Entscheidende, was ich hier meine, ist der innere Dialog. Und das Interessante ist, dieser Professor will festgestellt haben, dass nur 25%, also ein Viertel aller Menschen, einen ständigen inneren Dialog hat. Also nur ein Viertel aller Menschen haben das, was ich habe und was ich annahm, übrigens, was auch Tim Pool sagt, er hat und von sich annahm, dass es alle haben, das finde ich interessant. Das ist offensichtlich, so sagt jedenfalls dieser Professor, nur 25%, also ein Viertel aller Menschen, haben tatsächlich einen inneren Dialog, einen permanenten. Einige haben ihn zuweilen, manche haben ihn nie. Und das finde ich eine Erkenntnis, die ich so unglaublich finde, dass ich persönlich sie eigentlich nicht glauben könnte, wenn nicht Psychology Today eigentlich ein renommiertes Magazin wäre. Nun ist es natürlich schwierig, das zu beweisen, denn das kann man ja nicht messen, gewissermaßen. Und nun werden vielleicht andere auch Gegenstudien finden. Aber als Theorieansatz, wenn wir uns die Lage der Welt, auch die politische Lage ansehen, so verschränken sich hier verschiedene Dinge zu einer höchst faszinierenden Einsicht. Denn die Perspektive, die sich hieraus ergäbe, wäre folgende. Wenn wir es wieder auf ein MMO beziehen, also ein Online-Rollenspiel, wie beispielsweise World of Warcraft. So gibt es in World of Warcraft ja zwei verschiedene Arten Figuren, die auftreten. Nämlich NPCs, Nichtspielercharaktere und Spielercharaktere. Also die Spieler sind die, die an der Tastatur sitzen, an der Maus oder an was auch immer für Steuergeräten, sich durch World of Warcraft oder welches Online-Spiel auch immer begeben und tatsächliche Personen sind. Und dann gibt es die NPCs, die Nichtspielercharaktere, also irgendein Schmied, den man aufsucht, eine Schankmaid, den Bürgermeister oder bei WoW gibt es einen Kindergarten und eine Kindergärtnerin, die da rumlaufen, die Stadtwachen, die rumstehen und so weiter. All diese Leute sind NPCs, sie sind nicht reale Personen. Und man erkennt es auch relativ eindeutig, einerseits natürlich daran, dass sie, wenn sie Dialog haben, eigentlich immer den gleichen Dialog abspulen. Das heißt, sie haben eine nie verändernde Art Aussage, wenn man so will. Und ihre Verhaltensmuster sind auch absolut vorhersehbar. Also wenn zum Beispiel ein solcher NPC herumläuft, dann weiß man genau, jetzt bleibt er 3 Sekunden stehen, dann dreht er sich um und guckt nach rechts. Dann geht er zurück in seine Bar und trinkt das Bier. Also er macht diese immer gleiche Routine, auch wenn es einige Varianten gibt. So ist man als Mensch in der Lage, das Muster relativ klar zu erkennen. Wenn man zum Beispiel in solch einem Spiel schleichen muss, dann kann man die NPCs beobachten und kann erfolgreich an ihnen vorbeischleichen, weil man weiß, jetzt wird er sich umdrehen und wird 5 Minuten ins Meer gucken und in diesen, oder weiß ich nicht, in einen Topf, der vor ihm steht, gucken, in irgendwas, sodass er nicht
nach hinten guckt und ich schnell hinten an ihm vorbeischleichen kann. So. Weil diese Figuren also so in sich gefangen sind, als NPCs folgen sie eben nur ihrem Programm, aus dem sie nicht ausbrechen, dass es relativ klar erkennbar ist, dass es NPCs sind. Wenn wir nun annehmen, die Welt ist ein großes Online-Spiel, also eine Simulation, und wir nehmen diese Studie heran, dass nur 25% aller Menschen tatsächlich einen permanenten inneren Dialog haben, eine innere Stimme, und 75% aller Menschen nicht oder fast nicht, dann ist diese, man möchte es fast eine Verschwörungstheorie nennen, diese seltsame Theorie, dass 75% aller Menschen sind eigentlich gar nicht real, sondern sind NPCs. Und wenn wir uns ansehen, also die politische Landschaft, dann ist das etwas, was uns eigentlich mit einer fast erschreckenden, gruseligen Plausibilität erfüllt. Dass etwas plausibel scheint, heißt nicht, dass es so ist. Ich weise nur auf eines hin, das in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder gebracht ist. Plausibel ist durch die Anschauung, dass die Sonne aufgeht und untergeht, weil wir können es jeden Tag sehen. Und dennoch wissen wir, es ist nicht so, weil uns manchmal die anschauliche Plausibilität auch täuscht. Also, ich will damit nicht gesagt haben, dem ist so. Aber es ist natürlich eine verführerische und interessante Sicht. Vor allem, wie gesagt, wenn ich das annehme, was ich den wirklich erschreckendste Vorstellung finde, dass es 75% aller Menschen nie oder selten inneren Dialog haben. Ich bin ein Mensch, der ihn ständig hat, immer, jeden wachen Moment. Und Tim Pool hat das in seinem Video zu diesem Thema auch von sich gesagt. Wenn ich mir jetzt aber so Schafsmenschen ansehe, die also gerade im linken Lager, teilweise auch natürlich im rechten Lager gibt es genauso Dumpfe, ist gar keine Frage. Ist nur nicht so verbreitet, weil das im Moment nicht so en vogue ist. Wenn wir einen Umschwung hätten, würden wir auf dem rechten Lager genauso viele Dumpfbacken sehen wie vormals auf dem linken. Also davon bin ich überzeugt, weil die Dumpfheit immer die Masse ist. Das ist ja etwas, was man gar nicht nur in der gegenwärtigen politischen Situation erst so sehen kann oder muss, sondern für das eigentlich die ganze Menschheitsgeschichte Zeugnis ablegt. Dass also in der Masse offenbar eine gewisse schafshafte Dummheit vorherrscht, das dazu reizt, diese Perspektive einzunehmen, dass 75% oder ein wie immer ein Anteil der Menschen, ein nicht geringer, tatsächlich eigentlich nur so etwas Ähnliches wie ein NPC ist. Also eigentlich nur eine Art Programm, das immer wieder abspult. Nun ist natürlich, wenn das Universum und die Welt eine Simulation sind, muss man annehmen, dass es eine unglaublich komplexe Simulation ist. Also allein wenn man die Menge der Naturgesetze berücksichtigt, die bei uns ständig wirksam sind, die Komplexität biologischer Mechanismen, chemischer Mechanismen und natürlich auch psychologischer und sozialer Mechanismen, so ist das natürlich ein großes, komplexes Programm und es ist extrem schwer. Also weil, wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben ja schon Entwicklungen der künstlichen Intelligenz und der Sprachausgabe. Also es gibt eine Sprachausgabe, ich glaube, Google hat die entwickelt. Da gibt es auch Beispiele auf YouTube von kurzen Gesprächen. Diese Sprachausgabe kann man beauftragen, rufe bei meinem Friseur an und mach mit dem können, dass es sich hierbei nur um eine Software handelt. Ob es eine künstliche Intelligenz in dem Sinne, wie es sich laienhaft vorgestellt wird, die sich selber bewusst ist, wäre ein ganz anderes Thema. Aber ich nenne es lieber etwas, das ist in einem Computerspiel, wurde es mal so genannt, das fand ich einen schönen Begriff, virtuelle Intelligenz. Also eine Software, ein Programm, das zwar nicht intelligent in dem Sinne ist, dass es sich selber bewusst ist wie ein Mensch, aber sich so verhält, dass wir nicht mehr merken, es ist eine Software. Das heißt, die ist eine virtuelle Intelligenz. Sie erscheint uns intelligent und es ist nicht mehr durch unser Beobachten zu widerlegen, dass es sich um eine Intelligenz handelt. Wir können also durch das Verhalten einer solchen Intelligenz, wenn sie fertig programmiert wäre, nicht mehr feststellen, wenn wir es nur von der Ferne, wenn wir zum Beispiel uns im Chat befinden, wir würden nie merken, dass das nicht ein Mensch, dass das kein Mensch ist, sondern nur eine Software. Das wäre sozusagen die perfekte virtuelle Intelligenz. Und wenn wir das kombinieren, diese Elemente mit einer hyperrealistischen Grafik, dann würden wir also, nehmen wir mal an, wir befinden uns in einem Computerspiel wie Skyrim oder Tim Pool hat gesagt GTA, das ist so ein Spiel, wo er so ein Verbrechermilieu spielt
wo man also auch Verbrechen begeht. Man fährt Leute um, man erschlägt Leute, also man verhält sich dort oft sehr kriminell. Was, und man befindet sich aber ansonsten in unserer relativ realen Welt. Also es spielt in irgendeiner virtuellen Stadt, die aber an unserer Realität, also nicht in einer Welt von Magie oder sowas wie World of Warcraft oder Skyrim. Man befindet sich also nun in GTA. Und die ganzen NPCs, also die Nichtspieler, die Software, haben perfekte Sprachausgabe, also sprechen von sich aus perfekt, haben eine virtuelle Intelligenz, die perfekt ist, von der wir nicht mehr sagen können, ob es ein Spieler ist oder nicht. Und auch die Grafik wäre perfekt. Gut, die müsste vielleicht anfassbar sein mit allen Sinnen, aber wir wollen das Beispiel nicht zu so kompliziert machen. Jetzt kann man auch diese technischen Entwicklungen sicher eines Tages vorstellen. Wir wären jedenfalls dann in einem solchen Computerspiel. Und würden im Computerspiel nicht mehr wissen, ob die Figur, die vor uns steht, ein Mitspieler ist oder nur ein NPC. Und trotzdem wäre es nur ein NPC, es wäre kein Spieler. Man könnte im Spirituellen sagen, diese Leute sind quasi seelenlos. Also wenn man es auf die Spitze treibt. Auch hier gibt es einen Rückgriff, den ich auf die Antike bringen möchte, der ein bisschen krass ist. In der antiken Philosophie wurde manchmal sich der Kopf zerbrochen, nicht sehr oft, aber gelegentlich über die Sklaverei. Und die Stoiker waren diejenigen, eine spätere Philosophie, also die gerade im Römischen dann sehr verbreitet wurde. In dem Stoizismus gab es einige wenige wie Seneca, die die Sklaverei anklagten und sagten, das sei keine richtig rechtmäßige Institution. Aber wo sie gerechtfertigt wurde in der Philosophie der Antike allgemein, war die Annahme, es gibt Menschen, die sind zum Sklaventum geboren. Also die sind von Natur aus Sklaven. Auch die telemitische Spiritualität hat in ihrer Verbalistik ähnliche. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus, zumindest in dieser Inkarnation, wenn man dann an mehrere Leben glauben mag, die werden nie was anderes sein als, wenn man sich modern politisch ausdrückt, Schafe, als Schlafschafe. Die sind als Schlafschaf geboren und werden es nie etwas anderes sein. Die kommen nie heraus. Nun ist natürlich die Problematik, dass man, wenn man so sagen will, es gibt Spieler, die glauben, sie sind Schlafschafe, haben aber das Potenzial, sich also zum Wachwerden, können wachwerden und sind Spieler, die sich für NPCs halten, weil sie glauben, also die sind so mit der Masse getrieben, haben zwar irgendwo ihre innere Stimme, die ihnen manchmal Zweifel einredet, aber aus Furcht oder aus welchen Gründen auch immer, aus Selbstzweifel, wagen Sie nicht, sich aus diesen NPCs, aus den Schlafschafen emporzuheben. Aber so kann man eben diese virtuelle Realitätsphilosophie annehmen, wie auch andere Philosophien, wie eben die antiken Philosophien oder die telemitische Philosophie, die allesamt die Theorie haben, nein, es gibt Leute, die sind NPCs und die können nie etwas anderes sein. Die bleiben es einfach. Das ist natürlich moralisch schon einem ganz erheblichen Dilemma, etwas, was Tim Pool nicht weiter ausführt. Vielleicht, weil er auch nur sich eine lustige Stunde mal gönnen wollte, was ihm gegönnt sei. Für uns hier aber auf einem philosophischen Kanal ist die Frage damit nicht vorbei. Denn die Frage ist ja, wenn wir diese Weltsicht einnehmen, es gibt, wie immer man das nennt, ob man die spirituell betrachtet als seelenlos, ob man sie philosophisch betrachtet, sie sind zum Sklaventum geboren, oder ob man es modern betrachtet, im Sinne, sie sind nun mal NPCs. Die Frage ist ja dann zweierlei. Erstens, können wir das abschließend feststellen? Also können wir das beweisen auf ein Individuum? Und zweitens, was folgt denn daraus für eine Moral? Denn unsere Moral basiert ja auf dem Universalismus, also darauf, dass alle Menschen gleich sind und darauf, dass alle Menschen Seelen haben und darauf, dass alle Menschen würdig sind, um es mal so allgemein zu fassen. Wenn wir aber diese Theorie herannehmen, aus der psychologischen Erkenntnis ableiten, dass 75% haben gar keinen inneren Dialog oder kaum einen, dass bis zu 75% aller Menschen eigentlich seelenlose Roboter sind, dann ist die Frage, dann ist ja die Frage, welche Moral sich daraus ergibt. Mitunter eine eher, sagen wir mal, nietzscheanische zum Beispiel. Nun wäre ich nicht so hartherzig, so wie ich in Computerspielen auch einem NPC ungern etwas zuleide tue, auch wenn ich weiß, es ist nur ein NPC, aber ich fürchte die eigene Verrohung, wenn ich mich daran gewöhne, etwas, was auch nur eine Simulation ist, mich brutal. Also ich spiele zum Beispiel nie GTA. Auch wenn ich weiß, alle, die ich dort niederschieße oder überfahre oder sonst wie zu Tode bringe,
sind ja nicht real, sondern sind nur Simulationen. So ist es weniger, weil ich Mitleid habe, weil ich weiß ja, sie sind ja nicht real, sondern es ist eher eine Furcht vor der Selbstverrohung, dass ich fürchte, meinen Charakter zu verderben, wenn ich mich an solche Verhaltensweisen als Normalisierung gewöhne. Und umso mehr, je realer die Simulation ist. Wenn ich nur kleine Pixelfiguren habe, so habe ich eigentlich keine Hemmung, die niederzuschießen. Oder wenn sie sehr monströs erscheinen, weil dann sind es nicht erkennbar keine Menschen. Oder ich befinde mich in einem so ungewöhnlichen Szenario, nehmen wir zum Beispiel Doom, das jetzt, glaube ich, gerade erst seinen neuesten Teil hat, ich glaube, es war Doom, wo alles Teufel, Dämonen und so sind. Ja, wenn man die niederschießt, dann habe ich nicht das Gefühl, ich verrohe, weil ich schieße, befinde mich ohnehin in einem so irrealen Szenario, dass ich nicht danach das kommt den Computer ausschalte und das Gefühl habe, ich könnte jetzt Menschen genauso niederschießen oder mit Kettensägen zersägen wie zuvor diese Monster in diesem Albtraum-Szenario, weil das Albtraum oder selbst so etwas wie Skyrim, wo ich mich schon moralisch relativ zurückhaltend verhalte, aber ich dort zum Beispiel weniger Zurückhaltung habe, in Wohnungen einzubrechen und die Wohnungen auszuplündern, weil ich weiß, es sind nicht reale Figuren und das Szenario ist auch so irreal, dass ich nicht die Verbindung herstelle, dass ich dann den Computer ausschalte und anfange, meine Nachbarn zu berauben. Je realer und diesseitiger das Szenario aber ist, umso mehr habe ich auch Hemmungen, merke ich jedenfalls. Und will auch Hemmungen haben, also beabsichtige sie auch zu haben, weil ich das Gefühl habe, ich möchte mich nicht an einen gewissen Grad von Verrohung gewöhnen, die ja gerade in einer ganz real erscheinenden Welt. Weshalb ich zum Beispiel auch nie Kriegsspiele spiele, die in der Gegenwart spielen. Es gab mal eines, ach, mir fällt nicht mehr ein, Homefront, genau. Das war ein Spiel, das so, dass das Szenario spielte, dass, ich glaube, Nordkorea die USA durch eine Invasion überfällt. Was man für aberwitzig halten mag, aber darum geht es ja nicht. Ich konnte das nicht spielen, ich wollte das nicht spielen, weil es war alles sehr real, es war in unserer Welt. Und die Gewalt dort zu erleben und auch praktizieren zu müssen, hätte mich mit der Furcht erfüllt, was es an mir bewirkt. Also dem hätte ich mich tätig, in einem Videospiel ist man ja tätig, anders als in einem Film, den man nur betrachtet. Ich drücke den Knopf, ich sitze am Trigger. Das wäre mir eine Gefahr der Verrohung, der ich mich nicht willentlich hätte aussetzen wollen, die mich auch nicht mit Freude und Unterhaltung mehr erfüllt hätte. Das heißt, ich würde trotzdem sagen, auch wenn man weiß, die anderen sind NPCs oder sie sind dazu verdammt, Sklaven und Schlafschafe zu bleiben, unabänderlich, dass ich selbst dann sagen würde, nicht so sehr um des Mitleids mit denen, denn wenn sie seelenlose Roboter sind, ist es ja verschwendet, aber doch um uns selbst nicht ins Barbarische zu entwickeln, würde ich trotzdem an einer gewissen Moralität festhalten. Also auch in der Antike wurde ja über Sklaverei geschrieben und es wurde eigentlich einhellig gesagt, auch die, die Sklaverei befürworteten, es sei ein moralischer Verfall, Sklaven schlecht zu behandeln. So. Nun bin ich natürlich nicht für die Sklaverei, das wäre das Letzte, was ich einführen würde, da ich meine, wie gesagt, ich bin davon fest überzeugt, was man, wenn man anderen Dinge antut, dann wirkt es auch irgendwo zurück. Also selbst wenn dem so wäre, wäre ich jetzt nicht für eine nihilistische, zeitweltliche Verhaltensweise von Moral, also eine Art nietzscheanischer Übermoral. Aber wenn ein Wert aus dieser Vorstellung überhaupt erwächst, dann, dass man sich darüber im Klaren muss, sein muss, wie ich meine, und das ist, wo ich glaube, dass diese Sicht eine durchaus plausible besitzt, dass es Leute gibt, die sind nicht erweckbar. Das ist für manche eine ganz furchtbare Einsicht. Für mich war es schon vor langer Zeit eine, auch als ich gar nicht von diesen psychologisch-spirituellen, philosophischen Sichten durchdrungen war, dass ich irgendwann anerkennen musste, es gibt Leute, die werden. Ich glaube ja an die Reinkarnation, in diesem Leben nicht mehr wach. Ob man das spirituell betrachtet oder psychologisch, also rein materiell oder philosophisch, kosmologisch, das ist eigentlich nicht wirklich wichtig. Man kann das in ja sagen, die Leute, es gibt Leute, die haben im physischen Gehirn Kapazität und andere, die haben sie nicht.
ob ihr das materiell seht oder philosophisch oder als Programm oder als Spiritualität, das ist dann die Ausformung, wie man das sieht. Aber das Bild, die Vorstellung bleibt ja die gleiche. Dann nehme ich, dass wir annehmen müssen, es gibt Menschen, die sind nicht zu erwecken. Und das glaube ich ganz fest. Leider. Ich muss es zugeben. Ich weiß, dass das manche, die sehr moralisch und spirituell hochstehende Vorstellungen haben, diese Vorstellung, jeder kann erweckt werden, jeder kann gerettet werden, jeder kann überzeugt werden. Da muss ich sagen, und das glaube ich im Kern schon lange nicht mehr. Es gibt, das Problem ist, wir wissen nur nie genau, wer das ist. Also ich glaube jedenfalls nicht, dass das mit letzter abschließender Sicherheit über Individuen zu sagen ist. Also keiner kann mit abschließender Sicherheit sagen, der ist erweckbar und der nicht. Das ist sozusagen die Krux der Sache. So wie die perfekten NPCs, wenn also die künstliche, die virtuelle Intelligenz perfekt programmiert ist, wenn die Grafik perfekt ist und wenn die Sprachausgabe perfekt ist, haben wir durch die Anschauung im Spiel selber keine Möglichkeit mehr zu unterscheiden. Ab einem gewissen Punkt des Fortschrittes, ist das ein NPC oder ist das ein Spieler? Wir werden es irgendwann nicht mehr wissen. Also wenn die Computertechnik sich weiterentwickelt. Und in diesem Zustand sind wir quasi jetzt. Auch deswegen ist es natürlich fatal, Moral fallen zu lassen, weil wir wissen es letztlich nie genau. Ist der da gegenüber sitzt, einer der 25% mit innerer Stimme, mit ihrem eigenen Ich? Oder ist das einer der 75% Schafe, Schrägstrich Roboter, Schrägstrich NPCs? So, mit dieser etwas, ja, ein wenig nihilistischen, deprimierenden Sicht, muss ich euch leider da stehen lassen, weil eine Schlussfolgerung gibt es auch bei mir nicht. Etwas, das ich mit Cicero über in seinen Büchern gemeinsam habe. Auch er schreibt über Schicksal oder gibt es Schicksal oder nicht, gibt es Götter oder nicht, gibt es Weissagung oder nicht. Und er bringt beide Seiten und sagt nicht, der und der hat recht, sondern er lässt den Leser halt mit den verschiedenen Meinungen stehen und der Leser muss dann selber entscheiden, welche er für die plausibelste hält. Ebenso handhabe ich es hier mit jetzt. Es ist ja auch etwas, das in der Alltagsrealität für uns nicht so die große Bedeutung hat. Insofern erlaube ich mir mal einen geistigen Ausflug in etwas anderes, gerade weil es eben doch so eine kleine Überschneidung mit unserer gegenwärtigen Situation gibt, die man vielleicht als Punkt mal bedenken könnte. Was daraus folgt, gut, kann und muss jeder für sich selber entscheiden. Und mit diesen Ausführungen hoffe ich, ihr bleibt mir wie immer gewogen.